willkommen bei meiner neuen Verlosung. Es ist nicht nur eine Verlosung von mir, sondern eine gemeinsame Verlosung von mir und der Künstlerin Pierre Lune. Sie macht ganz wundervolle Designs, genähte Sachen, Accessoires zum Thema Gothic, Steampunk, Lolita und Rockabilly. Hat auch ihren eigenen Etsy-Shop. Den verlinke ich euch unten in der Infobox natürlich. Schaut da mal rein, hinterlasst mal ein Like, schaut eure Sachen an. Okay, jetzt kommt es zur Verlosung. Was gibt es zu gewinnen? Der erste Preis wird sein ein Kissen mit dem Motiv Sparkles. So nenne ich das immer, die drei Katzen hintereinander. Für die, die das noch nicht kennen, das hier, das ist Katamo. Von einigen schon bekannt, von Messen, auch aus den Shops. Und ich habe davon einfach mal ein Kissen drucken lassen. Das ist ganz schwere, dicke Baumwolle und wurde gedruckt von der Firma Hildebrand aus Gießen. Super Qualität, Siebdruckverfahren. Und das Tolle ist, man kann das auch waschen, indem man einfach hier die Umschlagfalte öffnet und dann kann man das Kissen rausnehmen, waschen und dann wieder einfach ganz einfach einsetzen. Das ist ungefähr 40 x 40 cm groß, das Kissen. Das ist der Hauptgewinn. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. So, ich lege das mal hier zur Seite. Der zweite Gewinn wird sein von meiner Freundin Pierre de Lune, die ich eben erwähnt hatte. Und zwar diese bezaubernden Katzenöhrchen, Cosplay-Ohren sagt man auch dazu, in einem sehr schicken Weiß. Und das ist ganz tolles, fluffiges Fell, super weich, super soft. Muss man immer antatschen. Mit total schicken Schleifchen hier, mit drei verschiedenen Schleifchen. Eine mega Arbeit, sage ich euch. Und wunderschön. Anbringen kann man die mit so Haarclips, die sind hier hinten dran. Seht ihr das? Die kann man dann einfach in die Haare stecken, wo man möchte. Also links und rechts, hinter die Ohren, bisschen höher, wie man das möchte. Genau, das ist der zweite Gewinn. Die lege ich mal hier hin. Und der dritte Gewinn wird sein ein Poster von mir mit dem neuen Bild, was ich vor einer Woche erst kürzlich gemalt hatte. Und eigentlich kam mir das so ganz spontan in den Sinn. Ich hatte mir im Geschäft einen Topf Pfefferminze gekauft. Und da dachte ich irgendwie, ja, es gibt doch auch Katzenminze. Und dann habe ich mir das so vorgestellt im Traum und musste das einfach skizzieren. Und es kam bei euch auf Facebook auch schon mega gut an und wurde gewünscht als Gewinn. Deswegen habe ich das mit reingenommen. Das ist ein DIN A4 Print auf 300 Gramm Papier mit seidenglänzendem Effekt, also mit Seidenglanz, leicht seidenglänzend. Genau, dafür müsst ihr euch nur noch einen schicken Rahmen besorgen und schön aufhängen. Ja, wie könnt ihr teilnehmen? Ihr müsst auf meine Facebook-Seite gehen oder auf die Facebook-Seite von der Pierre de Lune und den Beitrag liken und außerdem noch unsere beiden Facebook-Fanseiten liken und noch einen Kommentar abgeben mit der Äußerung, was ihr euch am liebsten wünscht. Genau. Die ganzen Infos und die ganzen Links, die setze ich jetzt in die Infobox rein und drückt euch die Daumen. Und macht mit und ich würde euch noch bitten, den Kanal zu abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, ich wünsche allen Erfolg und die Auswertung wird am Montag passieren. Bis dahin, eure Tami. Ciao.